Heute geht es um das Thema Notfallkontakte und Anlaufstellen für Menschen, die von Gewalt betroffen waren oder sind, im Speziellen für Menschen, die traumatisiert wurden und mit Traumafolgen zu tun haben. Das Video geht aber auch an all jene, die im Kontakt mit Menschen sind, die von Traumafolgen betroffen sind. Das können Angehörige sein, die Verwandten, der Mensch aus der Partnerschaft oder andere nahestehende Menschen. Denn ja, zum einen brauchen die Menschen, die betroffen sind, also traumatisiert wurden, Unterstützung und Versorgung. Es kann ja aber auch sein, dass die Angehörigen Unterstützung, Information und Versorgung brauchen. Und damit diejenigen wissen, die Unterstützung brauchen, wie und wo sie diese erhalten können, möchten wir gerne mit euch zusammen in den Kommentaren eine große Sammlung, ein Glossar an Anlaufstellen und Versorgungsmöglichkeiten zusammenarbeiten. Und wie das im Speziellen aussehen kann oder wie ich mir das gedacht habe, das zeige ich euch jetzt. Zum einen findet ihr in jedem unserer Videos in der Infobox Notfallkontakte und Anlaufstellen. Unter der Videobeschreibung kommt der Punkt Mehr ansehen. Wenn ihr darauf klickt, dann klappt sich die Infobox aus. Und der Nachteil an dieser Infobox ist nun mal, dass ich auf eine bestimmte Anzahl von Zeichen beschränkt bin. Das heißt, ich kann gar nicht alle Anlaufstellen und Möglichkeiten der Versorgung nennen und auflisten. Und deshalb kommt ihr jetzt ins Spiel. Und das ist ja der Vorteil an der Kommentarfunktion, dass ihr dort etwas schreiben könnt. Es gibt ja Angebote, die durchaus bestimmte Vorgaben haben. Beispielsweise, dass sie nur Menschen begleiten und versorgen, die im Ort oder im Bundesland wohnen. Es gibt aber auch Angebote, die sind ortsunabhängig. Und ich habe eine Idee für eine Vorlage entwickelt, wie ihr das in den Kommentaren formulieren könnt, damit für jene, die die Kommentare lesen, sofort ersichtlich wird, ist es erstmal ein ortsgebundenes Angebot, ja oder nein? An wen richtet sich überhaupt das Angebot und welche Besonderheiten hat denn vielleicht dieses Angebot? Es geht also darum, dass die Menschen, die die Kommentare lesen und Unterstützung suchen, recht schnell für sich rausfiltern können, welches ist das passende Angebot, was passt für mich oder für die Person, an die ich gerade denke, die einen Unterstützungsbedarf hat. Wenn wir jetzt ein ortsgebundenes Angebot nennen, dann schreibt ihr einmal das Bundesland auf, dann den Namen des Vereins oder der Organisation bzw. der Anlaufstelle. Und dann könntet ihr nochmal schreiben, was ist der Themenschwerpunkt, gibt es vielleicht eine spezielle Zielgruppe und welche Besonderheiten hat diese Anlaufstelle. Das klingt jetzt vielleicht etwas konfus. Um das nochmal zu verdeutlichen, was ich mit dieser Vorlage meine, habe ich ein Beispiel aus meiner Infobox, ein aktuelles Beispiel genommen und das sieht dann folgendermaßen aus. Mein ortsgebundenes Beispiel ist Berlin, das ist das Casa Cura und ihr könnt dort Trans und Inter lesen. Das bedeutet, die Zielgruppe sind ganz besonders transidente oder intergeschlechtliche Personen und der Themenpunkt ist die gesundheitliche Versorgung und der Zugang und dann habt ihr Kontaktdaten. Und Berlin habe ich in Sternchen gesetzt, denn wenn ihr ein Wort oder ein Satz mit Sternchen anfangt und beendet, dann wird YouTube diesen Satz oder das Wort in Sternchen in Fett hervorheben. Und meine Idee dahinter ist, dass wenn wir das Bundesland, also ein ortsgebundenes Angebot haben, können die Leute sofort den Ort oder das Bundesland sehen und wissen auch, ah, okay, das kommt nur in Frage, wenn ich eben dort lebe oder meinen festen Wohnsitz habe. Ihr könnt aber auch, wenn ihr sagt, es gibt andere Informationspunkte, die mir wichtig sind in diesem Angebot, könnt ihr die auch in Sternchen setzen. Noch ein weiteres Beispiel aus der Infobox, dies ist jetzt ortsungebunden, hat aber aus meiner Sicht Besonderheiten. Und zum einen ist es einmal die Sprachvielfalt, das heißt, das Angebot wird in mehreren Sprachen, ja, angeboten. Also ihr habt die Möglichkeit auch, wenn Deutsch nicht eure Mutter- oder Wohlfühlsprache ist, in einer anderen Sprache die Beratung in Anspruch zu nehmen. Und ein weiterer Punkt dieser Männerberatungsstelle ist nun mal, dass sie sich an queere Männer richtet. Das bedeutet also auch an Nicht-Cis-Männer.
Also wie ihr seht, habe ich den Namen der Beratungsstelle genannt, ich habe den Themenschwerpunkt und die Zielgruppe genannt, dann habe ich die Sprachen aufgelistet, die ich der Homepage entnommen habe und nochmal die Kontaktdaten. Also meine Schlussworte darauf, dass das Video dazu führt, dass das eine umfangreiche Sammlung werden kann, die Betroffenen als auch Angehörigen weiterhilft und auch dazu führt, dass jene die Versorgung erhalten, die sie in dem Moment brauchen und die ihnen aus meiner Sicht auch zusteht. Peace out, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.